So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar dem Autobahn-Polizeisimulator 2 von der Firma Aerosoft. Ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von Aerosoft, von wegen so, hey, hallo, also mehr oder weniger zusammengefasst, wir haben hier ein neues Spiel für die PlayStation und wir würden gerne, dass du das mal testest. Und da ich ja Simulationen mag und ich auch schon, ich weiß nicht, ob ich den ersten Teil gezockt habe. Auf jeden Fall sowas in der Richtung habe ich schon mal gespielt. Auf dem PC allerdings. Ich wusste nicht, dass es auf der PlayStation sowas auch gibt. Habe ich mich natürlich gefreut. Gleich auch nochmal geguckt. Und weil dieser Name Aerosoft sagte mir irgendwas. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgeschaut und geguckt. Okay, deutscher Publisher und Entwickler von Simulationsspielen, ne, für X-Plane, Flight Simulator früher von Microsoft und andere Simulationen, halt zahlreiche Add-ons. Und dann habe ich so überlegt, warte mal, Add-ons, da war doch irgendwas. Und ja, stimmt, Creative Mesh, die Mods entwickeln für den Landwirtschaftssimulator, haben ja für den Landwirtschaftssimulator 2017, oder, ja, LS17, ja, 2017 kann man irgendwie nicht so richtig sagen, ne, haben sie ja Strohbergung damals rausgebracht. Das haben sie als erstes offizielles Add-on über einen anderen als Giants selbst oder Focus Home Interactive oder wie auch immer die alle heißen, die da mit drin hängen, ne, ja, rausgebracht. Und das war ja schon so ein bisschen so eine kleine Sensation, dass Hobby, ja, so richtig hobbymäßig ist es ja nicht, schon sehr professionell, weil mit offizieller Lizenz und allem drum und dran, die Jungs von Creative Mesh ja dann wirklich jemanden gefunden haben, der offiziell auch im Geschäft ihr Add-on vertreibt. Das war ziemlich cool. Hatten wir auch damals drüber gesprochen, als wir den LS17 gezockt haben. Und von daher war es dann so, ah, gut, okay, daher kenne ich die dann also. Also zumindest kein Unbekannter. Haben auch aktuell noch andere Spiele, habe ich gesehen. Also alles, was mit Feuerwehr, Fernbus und jetzt irgendwas war noch mit Skiresort. Da wusste ich auch, dass es schon mal irgendwas in der Richtung gab. Klingt auf jeden Fall alles sehr interessant. Hardware haben sie auch hergestellt. Und ich habe mich natürlich umso mehr gefreut, dass ich dann jetzt hier die Chance habe, das zu testen. Und bin auch mal echt gespannt. Ich habe schon ein bisschen gelesen. In der Mail, die sie mir geschickt haben, stand zumindest drin, es gibt Karriere, Möglichkeit, das weiterhin zu entwickeln, auszubauen, neue Sachen freizuschalten. Also mal gucken, was passiert. Ich habe es bisher noch nicht angezockt. Ich habe mir auch noch nichts angeguckt. Bei YouTube oder so, weil ich da eher lieber so unvoreingenommen reingehe. Finde ich irgendwie schöner, als dann sich alles vorwegzunehmen. Deshalb gucken wir mal, was jetzt halt bei rumkommt. Finde ich übrigens interessant, dass so viele Entwickler mittlerweile mit Unity arbeiten, ne? Das war ja eine Zeit lang total verschrien und mittlerweile hast du ja auch echt größere Spiele, die damit entwickelt werden. Das ist Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. So, guck erstmal in Optionen, was haben wir denn hier? Wir machen auf jeden Fall erstmal die Untertitel an. Weil wenn bei meinem Gebrabbel geht dann vielleicht doch mal das eine oder andere unter. So, Steuerung. Gucken wir uns schon mal an. Okay. Sprinten. Abbrechen. Interaktion. Unfallfoto. Okay, das hört sich schon gut an. Kamera und Polizeisinn. Okay, muss ich wahrscheinlich dann drücken. Unfallskizze. Also relativ... Ja, okay. Ja, das ist dann doch relativ komplex. Wobei, gut ausgelastet, ne? Funkspruch, Handbremse auf X, okay. Ansonsten in Ordnung. Mit Blinker setzen, das finde ich natürlich geil. Also guck mal, Blaulicht ist oben, unten ist Licht. Das ist natürlich schon sowas als Euro Truck Simulator Fan, ja. Ist es natürlich für mich total genial, wenn ich bei der Simulation wirklich Blinker setzen kann und es vielleicht sogar muss. Werden wir mal schauen, wie das hier ist. Gut, okay, was soll passieren? Wer will uns anhalten? wer hält die Polizei an, wenn die Polizei sich nicht an die Verkehrsregeln hält? Ja, das ist echt interessant. So, gucken wir mal. So, neues Spiel. Okay, da sehen wir, ja. Was ist das? Ja, es soll wahrscheinlich ein... Keine Ahnung, ich kenne mich bei BMW nicht aus, was das für eine Marke ist. Ob das ein Dreier ist oder irgendwas, aber man kann die Marke zumindest erkennen. Lizenzen sind halt immer so ein Problem, ne? Die sind immer schweineteuer. Das können wir ja von den anderen Spielen. Das ist halt echt so... Aber cool, ich weiß jetzt bloß gar nicht. Müssen wir mal schauen, ob man vielleicht sieht, von welchem sind oder in welcher Region wir da unterwegs sind. Auch cool mit dem neuen Design. Ich muss sagen, ich finde dieses neue Design von den Polizeiautos, ich habe jetzt ja die Tage, bin ich ja liegen geblieben und in einem Stau liegen geblieben. Ja, das war echt herrlich. Und da konnte man dann mehr von diesen Polizeiautos sehen, weil da war etliches los gewesen. Und ich muss sagen, ich finde die besser. Also
Wenn ich überlege, damals die mit Grün-Weiß, ne, das war so, ja, auch die Uniform war damals nicht so schön, ne? Also jetzt mittlerweile, wo man das so ein bisschen internationaler gehalten hat, ne? Diese dunkle Uniform mit diesem coolen Design vom Polizeiauto, ist schon okay. Das Einzige, was mich so ein bisschen wundert, ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile, ob man das so generell geändert hat oder dass man einfach nicht mehr so macht, aber ich weiß nur, früher war es bei mir so, wenn die Polizei losgefahren ist und Blaulicht unterwegs war, dann war eigentlich die ganze Zeit die Sirene an. Damit man sie schon von weitem hört. Jetzt mittlerweile, wenn ich das hier sehe bei uns, dann fahren die an Kreuzungen. An Kreuzungen oder wenn ein Kreisel kommt, dann machen die nur die Sirene an. Blaulicht ist immer an. Das finde ich so ein bisschen, weiß nicht. Müsste man vielleicht mal nachgucken, ob das irgend so ein Ding ist, aber ich habe keine Ahnung. So, wir gucken mal, wir können uns entscheiden, ob wir eine Polizistin oder ein Polizist sein wollen. Ich entscheide mich aber für einen Polizisten. Ich fühle mich da irgendwie wohl an der Haut. So, mal gucken. Welchen nehmen wir denn? Tendenziell finde ich ja mit Bart besser. Dann nehmen wir mal Vorlage 1. Ja. Vorlage 1. Achso, warte mal. Nee, 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 abbrechen. Achso, ach, hier kann ich nur drehen, okay. Naja, weil ich gucke da rechts, da kann man irgendwie den Charakter anpassen. Aber anscheinend müssen wir hiermit weiter. Okay. So. Ja, mit dem möchte ich spielen. Wie jetzt? Nee, da müssen wir nochmal zurückgehen. Ich möchte ihn gerne anpassen. Wir haben ja gesehen, da konnte man eben noch Kleidung und alles anpassen. Das müssen wir noch ändern. Warte mal. So, nee, das Einführung kurz überspringen. Da gehen wir nochmal zurück ins Hauptmenü. Weil ich möchte ja wissen, wie man das anpasst. Muss ich mich irgendwie verklickt haben. So. So, warte, neues Spiel. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Ich weiß nicht, was ich da falsch geklickt habe. Dann müssen wir gleich mal schauen. Vielleicht habe ich irgendwie in dem Menü. Ich muss sagen, so also von dem, was man jetzt hier sieht, von der Optik her, von dem Ladebildschirm, erinnert es mich so vom Stil her stark an den Landwirtschaftssimulator. Und das war ja, wenn ich überlege, auch so beim letzten, ne? War absolut okay. Jetzt bin ich ja nur gespannt, wie es im Spiel ist. Schon den Fotomodus ausprobiert? Aha. Das ist zum Beispiel auch was, ne? Der Fotomodus. Mal Perspektivwechsel, dann drücke. Ach so, wir können. Oh, in Ego oder in Third Person können wir. Oh, das ist ja cool. Unfallstelle absichern, okay. Also schon sehr, sehr authentisch gehalten, ne? Von wegen alles absichern. Ah, okay. Ist interessant, was man da unten so lesen kann, ne? Die ganze Zeit von wegen hier. Einflusspunkte. Upgrades, ja. Das ist halt, ne? Quicktime-Events, coole Sache. Ah, da bin ich mal gespannt, wenn man eine kugelsichere Weste braucht. Ah, ist garantiert nicht. Nicht so einfach dann. So, jetzt gucken wir noch mal, wie wir das denn hier machen. So. Ich möchte schon, aber warum kann ich das nicht auswählen? Mache ich da irgendwas falsch? Ich drücke auf Weiter und dann. Willst du mit diesem Charakter spielen? Ja, eigentlich schon. Man sieht auch da rechts, ne? Oben kann man das Geschlecht auswählen, dann irgendwie anscheinend noch was anderes und dann Klamotten. Weil da oben war jetzt auch gerade dieser Reiter für Klamotten, aber. Ich drücke mal eine andere Taste, aber da macht er nichts. Wenn ich jetzt hier. Oder hier irgendwie. Nee, ich kann praktisch nur, wenn ich weiter will. X drücken. Okay. Ja, ich möchte mit dem Charakter spielen. Oder kann ich da noch nichts einstellen? Aber es sieht ja schon so aus, als ob man den Kopf anpassen kann, ne? Na egal, dann lassen wir das so. Dann vielleicht kann man das später machen. Ich weiß es nicht.
Dann lassen wir es einfach dabei, was soll's. Dann ist das halt so. Muss ich nochmal nachgucken. So, definitiv werden wir die Einführung machen. Genau, so, nutze, um zu laufen und R, um dich umzusehen. Mit R2 kannst du rennen. Drücke X, um andere Personen oder Gegenstände zu interagieren. Jups. Sehr gut. Wir gehen erstmal. War nicht hier irgendwie. Das auf Ego-Perspektive umschalten? Warte mal, ich will mal kurz gucken. Weil ich spiele lieber hier so eine Ego-Perspektive, muss ich sagen. So, schauen wir mal kurz. Steuerung. Nein. Perspektivwechsel. Ach so, das ist beim Fahren. Ach so, okay. Na, dann ist okay. Vermisste Person wahrscheinlich, ne? Oh, jemand hat seine Waschmaschine verloren. Ja, so ist das ja mittlerweile wirklich, ne? Ich war ja auch vor kurzem bei der Polizei, weil ich Anzeige erstatten musste, weil mich einer von der Fahrbahn ja gedrängt hat. Und es ist ja wirklich so, dass du draußen sitzt und dann, ja, mehr oder weniger so wie hier. Das fand ich so ein bisschen unpersönlich, muss ich sagen. Ich fand das früher mit der Polizei besser. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein, und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Energisch oder zurückhaltend? Also ich mag ihn nicht. Das ist auf jeden Fall kein guter Polizist, ja? Wer so schon mit Leuten hier redet. Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Weiß er eigentlich, wie Sie sich hier aufhören? Okay, sehr gut gekontert. Nichts für ungut. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ich öffne Ihnen die Tür. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Unfreundlicher Typ. Mit dem möchte ich auf keinen Fall zusammenarbeiten. Den verhauen wir dann oder sowas. Sprich mit Roland Becker. Okay, da liegt irgendwas. Was ist das? Ja, für mich ist jetzt so interessant. Gibt es hier Sammelgegenstände oder so? Was? Es sieht fast so aus, als ob man dann irgendwas... Na, ah, verdammt. Hilfe. Ich wette, das ist der da hinten. Okay, Verhörzimmer. So, Toiletten. Was ist das hier? Nicht, dass wir neugierig wären. Aha, noch ein... Achso, gut, okay, noch was. Ist er das? Achso, oh, das ist oben. Und du stehst jetzt hier so rum. Symbol darauf ist lustig. Arrestzellen. Okay, das muss dann aber nur für kurz sein, weil... So, ohne Bett und Toilette. Was ist hier? Hallo. Nachbau wahrscheinlich noch ein Chip. So, wir können rennen, hat man gesagt. Da ist aber fix, du. Warte. Es gibt den Keller. Wir müssen erstmal gucken. Ich bin ja einfach neugierig, ne? Oh ja, Schießanlage, komm. Oi, was ist denn hier los? Ach, er sieht wahrscheinlich hier der Nerd, ja? Der, so dieses, ich weiß gar nicht, wie die bei Navy CIS und so heißen, diese Freaks, die du da mal hast, die immer alles wissen und ist ja sowieso interessant bei diesen ganzen Polizeiserien, ne? Wenn die alles wissen, die seltensten Sachen oder Sachen, die sich noch in der Entwicklung befinden, von denen noch niemand was weiß, die wissen es schon. Das ist garantiert so jemand, ja? So der kleine Nerd, der jetzt hier die ganze Zeit so, ja, ich habe da so eine technische Spielerei, ich kann so das und das für dich machen. Ich wette drauf. Ja. Ui, hier, guck mal, das ist so richtig mit Holzboden. Hier sieht es ja schnieke aus, ne? Unten ist eher so, wo ich sage, hier oben ist schon so, okay. Ah ja. Sieht irgendwie komisch aus, ne? Mit diesem kurzen Hemd, aber guck mal, das ist zivil oder was? Weil der achso, ja, der ist zivil. Nee, aber warum hat er denn dann Chucks an? Interessant, vielleicht undercover, aber so halb undercover, ne? Ah, die wollen sich nicht unterhalten. Schweigen sich nur an, wer weiß, was da letztes Mal los war. So, gucken wir mal, was unser Chef jetzt hier sagt. So. Moin, Chef. Ah, Sie sind also Herr Schmidt. Genau so ist es. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. Ah, wir sind mal lieber ehrlich. Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid. Na gut, merken Sie sich für die Zukunft.
Ich hasse Unpünktlichkeit und Schlampigkeit ja, jeder ist okay. Art. Das Folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Verstanden, Herr Becker. Und nun, willkommen in der Truppe. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Okay. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber stellen Sie sich vorsichtshalber vor. Ja, ich mach schon den Laufzettel. Vielen Dank, Herr Becker. Wird gemacht. Also ich muss sagen, bisher so von der Optik her, okay, halt wie so bei so einem Simulationsspiel meist üblich. Das Einzige, was mir momentan echt nicht so gefällt, sind die Gesichter. Also diese schon sehr, gerade, also bei unserem Hauptprotagonisten geht es noch, aber bei ihm hier, der Hals und das Gesicht sehen schon sehr matschig aus. Das mit dem, ich sag mal, mit dem Bart oder sowas, das erinnert mich so ein bisschen an Oblivion damals, ne? Da war das mit den Haaren ja ähnlich gewesen. Na, mal gucken, aber wir haben hoffentlich nicht so viel mit Gesichtern zu tun. Hallo und herzlich willkommen auf ja, man unserem sieht, ne, Revier. Die Auflösung der Textur ist da nicht so. Haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Ach so. Dann haben Sie also mitbekommen, dass ich keinen besonders guten Start hingelegt habe. Ah, machen Sie sich keinen Kopf. Roland ist ebenso. Er ist zwar streng und manchmal laut, aber er meint es gut. Außerdem sind Sie noch recht glimpflich davongekommen. Okay. Da habe ich schon viel schlimmere erste Ansprachen gehört. Danke. Wofür? Sie sind die erste freundliche Person, die ich hier zu Gesicht bekomme. Keine Bange. Davon gibt es ja, hier noch mehr. Ja, das sagst du jetzt so. Gehen Sie nun am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen Sie sich um. Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie wollen Ihren Hans ersten Haas. Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen, oder? Haas? War das nicht? Natürlich nicht. Weil auch mit Doppel-A? War das nicht von der Formel 1 irgendein Rennteam? Haas Racing oder so? Oder ist es noch? Ich habe die letzte Saison nicht so verfolgt, muss ich sagen. Nur so nebenbei, aber mal wieder, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Na, nur so das ein oder andere Rennen gesehen. Okay, das ist die Toilette. Cooles Zeichen. Hier zum Beispiel auch, ne? Also man sieht, so ein bisschen mit der Auflösung der Texturen haben sie Probleme. Ich denke mal, das sollte eigentlich zumindest auf der PlayStation oder bei der jetzigen Konsolengeneration mal generell gesagt, eigentlich nicht das Problem sein. Das ist immer schade dann, ne? Aber gut, ich bin halt auch so, das hat man ja auch bei Top-Spielen, ne? Wenn du irgendwo lang gehst und du hast dann, hier bei der Wand sieht man sonst ein bisschen, du hast dann irgendwo Schilder oder so wie, warte mal, hier vorne, sowas hier, so ein schwarzes Brett, ne, wo irgendwas dran steht. Das heißt ja, selbst bei Sachen wie Assassin's Creed und anderen Spielen von Top-Entwicklern, hast du das ja, dass man das dann nicht lesen kann. Wo ich mir dann ja immer denke, okay, in der jetzigen Zeit mit HD und allem drum und dran, ne, wäre es halt schön, wenn man das auch lesen kann. So. Jetzt muss man... Uniform anziehen. Das ging mal fix. Oh, Taschenlampe. Was sehen wir da? Ja, das ist wahrscheinlich Taschenlampe, Schlagstock. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch haben da heutzutage. Pfefferspray wahrscheinlich, Handschellen, Handschuhe und natürlich die Dienstwaffe. Ja, so nennt man das. Ach, das ist unser Partner. Oh, ist aber alt. Du bist also der Frischling. Ich bin Hans, dein Partner. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch, mich auch. Wir haben im Auto genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Der Einsatzwagen steht im Hof. Du fährst. In meinem Alter wird man auch gern mal durch die Gegend kutschiert. Ja, das glaube ich. So kurz vor der Pension wahrscheinlich. So, Auto wo? Wahrscheinlich hier hinten. Da, wo wir vorher nicht rein konnten, ne? Wow, ich bin mal gespannt, wie die Trophäen sind. So. Auto sieht schon mal geil aus, ne? Sehr schön. Blaulicht, Sirene. Ach so, zweimal tippen ist dann Sirene. Ah ja, okay, siehst du?
Versuchst du Unfälle durch rücksichtsloses oder unkundiges Fahren? Zieht der Chaosfaktor. Okay. Ja, genau, hier können wir uns ein bisschen wechseln. Können wir Außenperspektive machen. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich immer bei allen Spielen immer noch so, ne? Diese leichten. Ups. Okay, ich bleib lieber bei der Perspektive. Ich stehe jetzt auf der falschen Spur, aber egal. Das ist sowieso, du musst dich erstmal ja dran gewöhnen. Blinker setzen, genau. Mann, gib ihm. Mal gucken. Das ist die Sache, fahren wir richtig? Was haben wir denn hier? Ja, genau, wollen wir platzieren. Schön mal Seite fahren, Rettungsreservieren. Wow. Bodenwellen hier. Ah, schon. Du musst echt aufpassen. Ups. Rückwärts. Okay, aussteigen war jetzt. Ah, okay, mit Kreis. Gut. Also glaube ich jetzt zumindest. Platten, da guck mal. Ah, das kann halt passieren. Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Oh, die guckt aber böse, ey. Wie ist denn das passiert? Hier auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gefahren. Haben Sie schon einen Abschleppdienst gerufen? Ja, der Pannendienst ist unterwegs. Okay, bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Okay. Ja, mache ich. Vielen Dank. Nagelbrett. Renn ich jetzt echt zurück? Ja, komm schon, los. Eins und zwei und eins und zwei. Das ist ja das Lustige. Wir haben ja bei uns auf den Kaserngeländen ganz oft Kooperationen mit der Polizei, dass die halt bei uns zum Beispiel dann ihre Fahrsicherheitsprüfung machen oder Fahrsicherheitstraining machen oder. Was zur Hölle? Was? Tja, ich würde sagen, ein bisschen schnell gewesen, abgehoben und dann. Kann ich springen oder so? Nee, ich kann auch nicht reden. Ja, na gut, ich wünsche viel Spaß. Ich bin froh, dass kein Auto kommt hier. Deshalb kann ich einfach Autobahn langrennen. Okay, das ist also der Übeltäter. Ja, die Synchronstimme, also diese Sprecher kommen ja total bekannt vor, muss ich sagen. Also aus anderen Spielen. Also definitiv keine Unbekannten. Ne, auf jeden Fall wollte ich erzählen, wir haben halt immer diese Kooperation bei uns. Bei der Kaserne, wo ich jetzt bin, momentan zum Beispiel auch. Da machen die dann halt immer ihre Fahrübungen und sowas. Auf anderen Kaserngeländen zum Beispiel. Hatte ich schon gesehen, da machen die dann richtig Training für Demonstrationen und sowas, wo sie dann entsprechend rumlaufen, Formationen und Übungen machen und so in voller Montur. Und die tun mir da echt leid, ne? Die waren das eine Mal von der Veranstaltung, haben die bei uns auf dem Kaserngelände geübt. Und dann waren die wirklich von morgens bis abends, als es dunkel wurde und sogar noch teilweise in der Dunkelheit ein bisschen, waren die dann voller Montur hier mit Schutzausrüstung, Schild, Helm, allem drum und dran. Waren die da unterwegs und haben dann, sind wirklich Informationen durch die Gegend gerannt schon fast, ja, also joggen kannst du das nicht mehr nennen. Und die ganze Zeit immer Hindernisparcours und so weiter, also das war schon krass. So, er ist jetzt weg hier einfach, oder was? Ja, Abschleppdienst war da und wir sind zurückgefahren. Na gut, dann, ja, komm, steig ein, Hans, wir fahren weiter.
Was kannst du dann denken hier, Hans. Ich weiß, ich glaube, hast du einen Plan dafür, oder? Sieht nicht so aus. So, 120, sagt er. Ja, der Mann ist jetzt geil. Dann fahren wir hier runter. So, dann sind wir 60, sagen wir. Warte, was steht da? Warte, ich komme noch irgendwie. An alle, wir brauchen noch ein Fahrzeug für die allgemeine Verkehrskontrolle. Wir melden Sie freiwillig. Salzhusen, Sinnigen, Kaiserstädt, Dillencap, Bischofsburg. Hier Wagen 2. Wir machen das, wenn sich alle anderen drücken. Sind auf dem Weg. Verstanden. Danke, Wagen 2. So, mal ausmachen. Wird das denn jetzt auch mal grün? Hallo? Also Fußgänger haben schon grün. Och, das dauert aber. Das dauert echt lange, ne? Das nervt mich an Ampelanlagen immer, ne? Diese langen Rotphasen. Warum ist da ein roter Pfeil nach rechts? Wagen 11, hier spricht die Zentrale, bitte kommen. Ist der Rechtsabbiegerpfeil nicht nur für Wagen 11 hier, was gibt's, Zentrale? Der grüne Pfeil? Ich habe euch gerade Koordinaten geschickt. Fahrt mal zu dem Rastplatz. Da soll ein Fahrzeug im Brand stehen. Ich will mal selber Blaulicht an. Okay, das war jetzt kacke. Ich hab die Kurve nicht gekriegt. Aua. Ich bin echt gespannt, ob man auch noch andere Fahrzeuge hat. Die Straße ist einfach hier lang. Blaulicht fahren die ganze Zeit, wenn ich meinen Einsatz. Ja. Kann halt passieren. Ne? Ich wechsle mal. Ja, also hier kommt mir das echt sehr schmal vor, ne? Aber. Also wirklich sehr schmal. Wobei. Ja. Vielleicht aber ja nicht. Aha, Schnellreiseoption freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich so ein Fan davon bin. Ich mag das mit den Schnellreisen ja. Eigentlich nicht so. Also zum Beispiel gerade bei irgendwelchen RPGs oder sowas, finde ich, ist es immer schade, weil man ganz viel von der Welt dann verpasst. Und das, was da so drumherum geschieht. So, du fährst jetzt nicht, weil... Achso, ich stand im Weg. Ich stand... Ah, okay, gut, ja. Nein. Aussteigen. Das klang gerade, als hättest du Teddybären gesagt. Was? Teddybären? So, Hans, du bleibst beim Auto. Pass auf, dass nichts passiert, ne? Dass keiner Kratzer reinmacht. Wir gehen schon mal... Ups. Wir gehen schon mal rein. So. Geh zu deinem Arbeitsplatz. Ach, müssen wir jetzt einen Bericht schreiben, ja? Ich hasse Papierkram. Das ist mein Arbeitsplatz. So, einmal hinsetzen bitte. So, Einflusspunkt ausgeben. Mhm. Unterschiedliche Vorteile auf Fahrzeug, Polizeiwache, aha. Achso, da kann ich jetzt das messen. Achso, können wir andere Autos freischalten oder was? Leistungsupgrade. Achso, als Zivilwagen. Ja, Blitzer. Das brauche ich definitiv. So, wir sollen aber das machen. Okay, machen wir.
Ach so, oh, guck mal. Aha. Kaffee. Das ist sehr geil. Oh, wie hammerhart, ey. Ja, so nach dem Motto, hey, okay, die sind alle nur so kacke drauf, weil sie keinen Kaffee kriegen. Kann ja wirklich sein, ne? So, jetzt haben wir das freigeschalten. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, ich soll hier mit wem reden? Achso, oh nee, was ist das denn? Tageszeiten. Starte nun eine Nachtschicht. Aha. Ja klar, wir arbeiten gerne und viel, also machen wir jetzt auch noch die Nachtschicht, nachdem wir schon tagsüber gearbeitet haben. Ah, ob das mit dem Arbeitsrecht so hinpasst, ne? Hatte ich irgendwie 10 Stunden Ruhephase dazwischen oder sowas, die sein müssen? Aber bei Ärzten sowas ist das ja auch nicht, wenn wir das mitgekriegt haben, ne? Ja, Hans steht schon bereit. Hans war schon richtig geierig drauf. Der will unbedingt, dass wir jetzt weitermachen. Was ist mit der Antenne los? Leuchtet die? Blinkt die Antenne? Ja, ne? Guck mal, die Antenne blinkt. Hinten auch. Okay. Hm, komisch. Naja, wir werden erstmal kurz nochmal mit Hans ein kleines Pläuschchen halten und werden uns dann beim nächsten Mal darum kümmern, in der Nachtschicht dann zu starten und mal gucken, was uns denn da so erwartet, wenn wir dann nachts die ganzen Raser auf der Autobahn oder auf den Landstraßen dann entsprechend dingfest machen. Ich freue mich da schon so ein bisschen drauf. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Zocker.